Nicht Eis, sondern Fast Food am Stiel. Das ist der neueste Trend beim schnellen Essen. Aber Pizza, Burger oder Sushi am Stiel? Wie soll das gehen und wie schmeckt's dann? Wir haben es herausgefunden. Bitte schön. Er schert sich nicht um Fastfood-Traditionen und kombiniert ganz frech alles, was ihm in die Quere kommt. Foodblogger Fabian Eckel. Sein nächster Hack. Fastfood am Stiel ist jetzt auf jeden Fall ein Riesentrend im Internet. Das Internet ist voll davon. Ich war ganz überrascht von der Vielfalt und bin gespannt, wie es jetzt hier ankommt. Bei ihr bestimmt gut, denn sie kommt aus Korea und hat den Trend aus ihrer Heimat mitgebracht. Hähnchen am Stiel. Dürfen wir vorstellen, Anna aus Berlin. Dann bitte, Kreation Nummer 1. Was machst du? Burger Patties. Ich bin ja heute bei euch. Ja. Weil wir Fastfood heute auf Sticks stecken möchten. Fastfood Lollis also. Wenn Koreaner in Straße etwas essen, dann nur im Stil machen wir. Dann kann man die Hände nicht dreckig machen. Klingt logisch. Dann nix wie her mit dem Burger am Stiel. Mit Hilfe von folgenden Zutaten: gemischtes Hack, Aufbackbrötchen, Mayo, Senf, rote Zwiebeln, Salzstangen und Speck. Wenn du magst, kannst du mir helfen, kleine Patties zu formen. Aber die müssen tatsächlich so ganz klein sein, weil wir machen Mini-Burger. Kleine Burger für den kleinen Hunger zwischendurch? Wo gibt's denn sowas? Die Burger müssen mini sein, damit sie eben auf dem Stiel auch halten. Wenn du so einen typisch großen Burger da drauf machst, dann kippt er dir vom Stiel. Und das ist dann, glaube ich, vom Esserlebnis auf der Straße auch nicht mehr so schön. Essen am Stiel. Ein Erlebnis, das längst überfällig ist? Lustige Idee auf jeden Fall. Naja, ich meine, wenn du irgendwo an einem Konzert oder so, ist immer schwierig. Und wenn du dann irgendwas am Stiel hast, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Fast Food am Stiel. Das muss praktisch und schnell sein. Gilt auch für die Zubereitung. Jetzt brauchen wir für unsere Burger noch Brötchen. Natürlich kann man den Teig auch selber machen. Wir machen aber schnelles Essen, Fastfood, deswegen heute Brötchen aus der Dose. Kennst du die? Was ist das? Knack auf, Brötchenteig raus. Für Koreanerin Anna ist das eine Weltneuheit. Als extra Crunch machen wir so ein paar von diesen Chipsbröseln hier mit oben drauf. Chips. Ja, sehr lustige Idee. Und extrem skurril. Aber Fabian hat ja auch eine Mission. Anna den Burger am Stiel so richtig schmackhaft zu machen. Könnte klappen. In Deutschland habe ich jeden Tag Burger gegessen. Sehr lecker. Ich mag Burger gerne. Dann sollte Fabian jetzt Gas geben. Die Buletten kommen zuerst in den Ofen, dann gesellen sich die Brötchen dazu. Beides für etwa 10 Minuten. Käse zum Zerschmelzen drauf. So, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Fürs Belegen hat Fabian heute mal den etwas anderen Tipp. Stichwort, es wird bunt. Also da muss auf jeden Fall Farbe rein. So die Assoziationen waren da auch Lollis. Und ich denke, das knallt nachher richtig schön auf der Straße. Aber der Burger ist noch nicht fertig. Fabian hat noch ein Ass im Ärmel. Ich habe ja noch eine kleine Überraschung für die Zuschauer heute. Es wird alles zu essen sein, sogar der Stiel. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Grundlage sind diese altbekannten Kumpels. Salzstangen. Aber so sind die ja ein bisschen langweilig, ne? Ja. Ja. Deswegen werden die jetzt noch ein bisschen gepimpt. Und zwar mit Frühstücksspeck. Wenn du es drum wickelst, lässt du unten bitte ein Stück frei, damit man es da auch richtig schön angreifen kann nachher, dass man sich die Finger nicht dreckig macht. So. Endspurt für Hack Nummer 1. Salzstange und Bacon wandern zusammen in den Ofen für etwa 10 Minuten. Das macht den Stiel schön kross. Und dann kommt endlich zusammen, was zusammengehört. Cool. Ein richtig praktischer Eyecatcher. Aber auch lecker. Wie kommt er auf der Straße an? Wir machen den Check. Nicht Eis am Stiel, sondern Burger am Stiel. Aha. Ist das eine Brezel? Ja, bin ich lustig. Cooles Fingerfood. Cool finger food. Aber das schmeckt gut. Ein Trend. Also ich würde es kaufen. Bei unserem Straßencheck in Berlin kommt der Mini-Burger schon mal gut an. Aber hat er auch den Segen von Koreanerin Anna?
Ist gut? Der Burger ist der Lichtgeschnecker. Gefällt mir. Der Burger am Stiel. Eine witzige Kreation, die Chancen hat, sich zu etablieren. Der nächste Hack bitte. Jetzt machen wir Sushi-Lollis. Sushi-Lollis? Genau. In Korea heißt Sushi übrigens Gimbap. So oder so, für den Sushi-Lolli brauchen der Fastfood-Finder und Anna jetzt folgende Zutaten. Frischen Lachs, grünen Spargel, Sushi-Reis, Kaviar, rote Beete und Spaghetti. Es wird wieder bunt. Erster Schritt, Sushi-Reis färben. Also das ist der rote Beete-Saft hier von der rote Beete-Knolle. Ja. Und den geben wir hier mit dazu und dann wird der Reis nachher pink, wenn er fertig ist. Ah, sehr schön. Okay. Welches Mädchen steht nicht auf pink? Schnell noch eine neutralere Farbe darunter mischen. Grün in Form von Spargel. Also wenn du ein Sushi hast und Sushi siehst, dann ist die Assoziation zum Lolli gar nicht mehr so weit irgendwie. Das ist so knallig bunt, auf den Stiel gesteckt und dann hast du es eigentlich schon. Das ist eigentlich eine super Idee. Es hört sich gut an. Eins darf natürlich in keinem Sushi fehlen. Frischer Fisch. In diesem Fall Lachs. Die beliebteste Zutat bei der klassischen Sushi-Zubereitung. Und vielleicht demnächst auch mit pinkfarbenem Sushi-Reis? Ein super Hingucker. Eigentlich zu schade, ihn zu verstecken, oder? Und wir machen so ein sogenanntes Inside-Out-Sushi, genau. Ach so, war sehr interessant auch. Koreanerin Anna freut sich schon auf das Ergebnis. Ich mach Sushi, natürlich. Aber auch am Stiel? Fabians Trick 17, den Sushi-Lolli mit viel Farbe zum absoluten Blickfang machen. Es muss ja knallen, ne? Das Auge ist da ja auf jeden Fall mit, deswegen je mehr Farben, desto besser. Quasi knallbunt. Mir ist der interessant. Der leckt aus. Im Moment sieht's wohl eher nach Sauerei machen aus, oder? Das Fingerschmutzig machen gehört beim Experimentieren auf jeden Fall dazu. So entstehen dann auch die kreativsten Ideen und das Ergebnis ist am Ende meistens ganz okay. Und da gehört das ja auf jeden Fall dazu. Hauptsache, es schmeckt am Ende. Die Sushi-Rolle wandert für eine Minute in die Fritteuse. Apropos. Für unsere Sushi-Lollis brauchen wir auch noch Stiele. Und deswegen habe ich hier Spaghetti. Das ist in Asien im Moment totaler Hit in den Bars. Da essen die alle frittierte Spaghetti. Und deswegen dachte ich, das passt ja ganz gut. Auch diesen Stiel kann man nachher mitessen. Aber jetzt geht's erstmal der Rolle an den Kragen. Ich bin ja mega gespannt, wie das jetzt von innen aussieht. Du auch? Perfekt, ja. Farbenfroh wie ein Lutscher. Fertig ist das Sushi to go. Und wie kommt der lustige Fastfood-Lolli auf der Straße an? Ja, sieht interessant aus, auf jeden Fall. Wie ein Lolli? Wie ein Lolli, ja, stimmt. Aber es ist Sushi. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil ich das mit dem Stäbchen dann nicht so gut hinkriege. Ist lecker. Schmeckt gut. Eigentlich ganz gut. Was zum Knabbern nachher. Die Berliner finden es schon mal super. Hoffentlich schmeckt es auch Koreanerin Anna. Scheint zu schmecken. Auch dieses Fastfood am Stiel darf gern zu uns nach Deutschland rüberschwappen. Aber bevor es zur Pizza am Stiel geht, will Anna uns noch ihren Bestseller vorstellen. Hallo, wir haben auch Fastfood am Stiel. In Korea ein bekanntes Streetfood und jetzt schon besonders beliebt in Annas Lokal. Also das ist unser Chicken am Stiel. Der neueste Trend gerade in Korea. Und wie Angry Chicken wollen natürlich auch immer auf dem aktuellsten, neuesten Stand sein. Frittieren, in Soße tunken, Sesam drauf für den Crunch und ready to go. Das war's. Einfach, schnell, lecker. Das Hähnchen am Stiel. Dann noch schnell zum letzten Fastfood-Lolli-Hack. Fabian! Ja! Sag mir noch eine bitte. Okay, pass auf. Dann gibt es jetzt Pizza am Stiel. Mit diesen scharfen Zutaten. Mehl und Hefe für den Teig. Tomatensauce, Mozzarella zum Überbacken, Salami und viel scharf. Dann ran an den Teig. Du kannst Pizza endlich im Gehen essen. Deswegen ist es super. Du musst nicht mehr irgendwo sitzen oder hast diesen komischen Papp in der Hand. Und einfach praktisch. Pizzateig kneten? Nicht so toll, oder? Du brauchst ein bisschen Ausdauer für den Pizzateig.
Anna macht mit dem Pizza-Topping in Form von Tomatensauce weiter. Für den letzten Fastfood am Stielheck muss Fabian alle Kraftreserven nutzen. Warte. Ja, genau. Es geht heiß her. Pizza Diavolo. Diese Kreation, Fabians Favorit. Ich könnte den ganzen Tag Pizza in allen Variationen essen, deswegen ist das hier ist genau mein Ding. Jetzt geht's eigentlich ganz schnell. Zutaten rein und so zusammenrollen, dass unten Teig zum Festhalten übrig bleibt. Der Pizzateigstiel aus Pizzateig. Gewieft. 20 Minuten Backofen und... So, schau mal. Ja, schon fertig, sieht ja lecker aus. Geh du. Siehst du? Und du kannst sie schön aus der Hand öffnen. Praktischer geht's nicht. Pizza senkrecht essen, das schmeckt auch Anna. Sehr lecker. Das freut mich. Und er wird drauf abgeklatscht. Die Berliner könnten sich auch dran gewöhnen. Lustig. Also ich würde jetzt nicht auf so eine Idee kommen. Ja, sehr einfach zu essen auf jeden Fall. So zu mitnehmen ist so super. Oh ja, das schmeckt gut. Auch diese neue Fastfood am Stiel-Kreation ist auf der Straße ein Renner. Wir sagen, dieser Trend am Stiel darf gerne zu uns nach Deutschland kommen. Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde. Jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja, genau. Jetzt hier draufklicken. Es gibt Neues aus der Galileo-Welt.